Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Potential Winter Upgrade Prediction. Die letzte Episode dieser Serie, die ihr wieder sehr gefeiert habt dieses Jahr. Und lasst vielleicht zum Abschluss zur letzten Episode, bevor die Winter Upgrades irgendwann demnächst rauskommen. Wann genau, weiß ich übrigens immer noch nicht. Das kann keiner vorher sagen. Auf jeden Fall trotzdem nochmal einen Daumen nach oben da. Vielleicht schaffen wir nochmal die 700 Likes, vielleicht schaffen wir nochmal die 1000 Likes. Über 700 würde ich mich freuen. 1000 wären einfach zu krass. Das ist, wie gesagt, auf jeden Fall die letzte Episode. Das sind die letzten 6 Spieler, die ich predikten werde. Und dieses Jahr war wieder geil, eure Resonanz war geil, eure Empfehlung war geil, wie ihr die Serie angenommen habt. Ich weiß, ihr feiert das und die nächsten Predictions wird auf jeden Fall zu FIFA 17 natürlich wieder von mir geben. Links in der Videobeschreibung zu Instagram, zu Facebook, zu Twitter, Randrun, auf Instagram auf jeden Fall vorbeischauen. Wir starten durch mit dem ersten Spieler für diese Episode und das ist direkt mal einer aus der türkischen Liga und zwar siehst, wir haben zwei heute aus der türkischen Liga dabei. Innenverteidiger von Bursaspor, habe ich öfter in den Kommentaren gelesen, dass er ein Upgrade verdient und ich habe mir jetzt die Werte angeguckt. Er hat momentan 76 und ich denke mal, man kann sogar auf 77 gehen. Unter dem Spiel stehen auf SoFIFA so viele Kommentare, dass der Junge auf 77 hochgeratet werden sollte, dass er so gut spielt und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass er das auf jeden Fall auch tut. Ihr habt mir gerade, weil er mir in die Kommentare geschrieben hat, nochmal gezeigt, dass der auf jeden Fall präsent ist und dass das Rating bisher ungerechtfertigt ist. Er ist 25 Jahre alt, das heißt, er ist auch noch nicht zu alt, um upgradet zu werden, hat bisher 3 Vorlagen und ein Tor gemacht in 17 Spielen. Für einen Innenverteidiger ist das eine sehr, sehr gute Statistik und von daher denke ich mal, man kann ihn auf jeden Fall upgraden. Die Stats sehen auch sehr nice aus, mit 77 Tempo, 77 Defending, 79 Physis. Natürlich sind es nur plus 2 Physis, plus 2 Defending und ein bisschen die Werte hoch. Normalerweise müsste man ein bisschen mehr machen bei einem Plus 3er Overall Upgrade. Aber weil ein Head-to-Head auch einfach nur die Werte so ungefähr bei 76 Defending hat und bei Physis auch nicht so extrem, habe ich die so gelassen. Ihr könnt mir natürlich trotzdem gerne in die Kommentare schreiben, wie die Karte in euren Augen aussehen sollte, beziehungsweise welche Werte auch hier draufstehen sollten. Und ich denke mal, da können wir uns auf jeden Fall darauf einigen, dass der sein Upgrade verdient hat, Gold werden sollte, hat er auch schon Inform bekommen, Silberinform, und dass die Karte auf jeden Fall ziemlich stark aussehen wird und einer der stärksten türkischen Innenverteidiger bzw. auch Innenverteidiger aus der türkischen Liga werden wird. Und damit schließen wir das schon mal ab und kommen zum zweiten Spieler für diese Episode, ebenfalls ein interessanter Zeitgenosse, und zwar geht es um einen weiteren Silberspieler und diesmal um den Spanier Baston. Ich glaube, der ist mit Vornamen Borja, ist ein Stürmer von Eibar und Eibar ist, wie eventuell viele von euch wissen, nicht unbedingt das beste Team der Liga BFA, aber der Junge macht einen ziemlich guten Job bei seinem Verein und ist auch der Grund, warum die gar nicht mal so schlecht dastehen. Er hat bisher, ich gucke nochmal nach, mit seinen 23 Jahren, ich finde übrigens, der Typ sieht locker schon aus wie 30, also es gibt auch Spanier, die mit 30 so aussehen und ich denke mal, ihr wisst Bescheid, er hat in 21 Spielen 15 Tore und 2 Vorlagen gemacht. Momentan steht Eibar relativ vernünftig da noch in der Liga BFA. Er ist, soweit ich das gerade sehe, nur ausgeliehen von Atletico Madrid. Ja genau, kehrt 2016 jetzt im Sommer wieder zurück und ich denke mal, dass Atletico da auf jeden Fall einen starken Spieler dazu bekommt, beziehungsweise Eibar, wenn sie in der Liga bleiben, was ja wie gesagt momentan sehr gut aussieht. Sie sind momentan Tabellenachter, sogar kurz vor den europäischen Plätzen. Natürlich hat der da auf jeden Fall seinen Teil zu beigetragen. Auch natürlich Takashi Inui, der ehemalige Frankfurter. Die haben allgemein einen ziemlich interessanten Kader, wenn man sich das mal anguckt. Allerdings muss man auch dazu sagen, sie haben bisher 33 Punkte. Sie haben nur 13 Punkte Vorsprung auf Rayo Vallecano, die momentan auf dem 18. Tabellenplatz stehen. Das heißt, sie sind noch nicht ganz durch, aber sie sind auch noch nicht raus aus dem europäischen Rennen. Von daher auf jeden Fall dank Borja Baston auf jeden Fall nach oben mit dabei. Und mal sehen, wie die Chancen so bleiben. Die Karte wird angepasst von 71 auf 73. In der Twitter nur 72. Aber ich denke mal, man kann nochmal ein Rating hochgehen auf 73, wenn nicht sogar auf Gold. Können wir auch in die Kommentare schreiben. 76 Stück für eine Silberkarte sehen sehr krass aus. Und damit haben wir den Spanier abgeschlossen und kommen zum nächsten Spieler für diese Episode. Und zwar zum ersten richtigen Goldspieler. Und das ist Karim Benzema, der Stürmer von Real Madrid. Unfassbare Saison bisher gespielt für die Madrilen. Zweites Real dieses Jahr noch nicht ganz so krass gestaltet, beziehungsweise hat noch nicht ganz so gute Partien abgeliefert, teilweise mal. Allerdings unter Zidane ist bisher Benzema mit der beste Spieler und genauso stark wie zuvor. Hat bisher in 17 Ligaspielen 18 Tore gemacht in der Champions League in 4 Spielen. 4 Tore, das heißt 22 Tore in 21 Spielen, dazu noch 2 Vorlagen. Unglaubliche Statistik. Sein Marktwert ist dieses Jahr, glaube ich, sogar noch ein bisschen weiter gestiegen. Ich gucke mal nach. Nein, ist er nicht. Aber sollte er vielleicht ein bisschen, denn er gehört zu den besten Stürmern der Welt und dementsprechend denke ich mal, das 87er Rating für ihn ist auf jeden Fall angemessen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er irgendwo auf 88 raufgeht. Da müsst ihr mir auch mal wieder eure Meinung in die Kommentare schreiben. Für mich klingt das gar nicht so unrealistisch, weil er ist zusammen mit Luis Suarez, beziehungsweise nach Luis Suarez, nach Sergio Kun Agüero und nach Robert Lewandowski, zusammen mit Ibrahimovic in meinen Augen auf einem Level und gehört auf jeden Fall zu den Top 5 Stürmern der Welt momentan nach seinen aktuellen Leistungen. Und dementsprechend könnte man da über 88 nachdenken oder nicht. Schreibt meine Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Auch so sieht die Karte sehr, sehr nice aus. 87er Rating, 84 Tempo, dazu 86 Shooting, 76 Passen, 83 Dribbling, 75 Füße, 23 Defending mit Forster Skills und Forster Weak. Der Franzose ist eine absolute Bombe vorne drin und ich denke mal, wir werden sehr gut umgehen können und er wird auf jeden Fall seine Tore auch weiterhin für Real Madrid erzielen und in Ultimate Team eine richtig starke Karte bleiben. Wir kommen zum vierten Spieler für diese Episode.
Und auch der ist wiederum sehr, sehr interessant. Ist nämlich ein Spieler, der die Nationalität noch als zweites Deutsch hat. Und zwar ist das Gümüş, ihr seht es hier schon. Der spielt bei, oder Gümüş, ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall spielt er bei Galatasaray Istanbul. Ist wie gesagt in Deutschland geboren, aber türkischer Nationalbürger, beziehungsweise türkischer Nationalangehörigkeit. 22 Jahre alt, das heißt noch auf jeden Fall in der Reifephase. Und kam 2014 von Stuttgart 2, also von der Reserve Stuttgarts, zu Galatasaray. Seitdem hat er seinen Marktwert auf 3 Millionen angehoben, 200.000 hat er damals gehabt. Hat bisher in der Super League in 11 Spielen 2 Tore und eine Vorlage gemacht. Im Pokal in 6 Partien, ja auch 6 Tore und 2 Vorlagen. Sieht sehr stark aus. Und in der Duett hat er momentan, glaube ich, ein 69er Rating. Allerdings steht auf Sophie, weil die ganze Zeit nur, der muss ein höheres Rating haben. Jedes Mal, wenn er spielt, ist er einer der Besten bei Galatasaray. Und nach seinen Bewertungen, beziehungsweise nach den Leistungen, die man hier so sehen kann, in den letzten Spielen gegen Kayserispor, gegen Sivasspor und okay, gegen Osmanlıspor haben sie verloren. Aber trotzdem, das sieht sehr stark aus. Und dementsprechend wäre das Upgrade angemessen. 72 gebe ich ihm sogar. Das heißt plus 5, plus 4 Shooting dazu, plus 5 passen, plus 4 Dribbling, plus 5 Physis und das Tempo bleibt gleich. Ich denke mal, das wäre okay. Die Frage ist, ob es angemessen ist. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich verfolge die türkische Liga nicht, beziehungsweise nicht großartig. Ich kannte Gümüş auch gar nicht, aber er sieht stark aus und hat es anscheinend verdient. Von daher haut mal rein, ob das wirklich so ist. Wir kommen zum nächsten und das ist Alex Meyer, Fußballgott. Der hat momentan 79er Rating, ist in aller Munde mal wieder, ist momentan diskutiert. Sollte er mitkommen zur Europameisterschaft? Ich muss ganz ehrlich sagen, in meinen Augen ist Alex Meyer kein Spieler, der im Nationalteam richtig zur Geltung kommen würde. Liegt ganz einfach daran, dass er... Wie soll man das ausdrücken? Frankfurts Spiel ist komplett auf Alex Meyer zugeschnitten. Und Deutschland hat einfach ein ganz, ganz komplett anderes Spielsystem als die Eintracht. Und dementsprechend bin ich so ein bisschen am Zweifeln, ob das bringen würde. Hat bisher 10 Saisontore gemacht. Darunter natürlich der Hattrick jetzt vor 2 Wochen gegen den VfL Wolfsburg. Eine Vorlage ebenfalls noch dazu, braucht 130 Minuten pro Tor. Eine sehr, sehr gute Quote. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass er ein Upgrade um 1 bekommt. Das Ding ist, in der Twitter nur noch 78. Wurde da schon gedowngraded aufgrund seines Alters. Aber ich kann mir trotzdem an sich vorstellen, einfach weil er so gut ist und weil er so wichtig ist für Frankfurt, dass er auf 80 hochgeht. 85 Shooting dann, 72 Dribbling, 76 Füße, 78 Passen. Der Junge ist eine Legende jetzt schon, zumindest für Frankfurt wird er immer eine bleiben. Er weiß genau, wo er spielen muss, er weiß genau, wo er stehen muss, er macht die Dinger rein, er hat einen unglaublich guten Schuss, er ist kopfballstark, er kann eigentlich alles, deswegen ist er ja auch der Fußballgott und von daher wäre das Upgrade auf jeden Fall in Ordnung. Ich weiß nicht, ob es geben wird, aber ich könnte es mir vorstellen, ich denke mal, viele von euch auch, deswegen habt ihr ihn auch gefordert und deswegen könnt ihr mir auch gerne eure Meinung in Kommentare schreiben. Alex Meyer, eher ein Kandidat für das gleiche Radio, nächstes Jahr ein Downgrade wegen seinem Alter oder sogar für ein Upgrade auf 80. Ich bin mir nicht sicher, aber ihr könnt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wir kommen zum letzten Spieler für diese Episode, zum letzten Spieler der FIFA 16 Potential Winter Upgrade Prediction. Und das ist Paulo Sanabria, heißt der gute Kollege. Paraguayischer Staatsbürger, spielt bei Sporting Gijón in der spanischen Liga und hat bisher auch richtig gute Statistiken, muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob das der Kollege von Rom ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich möchte ganz gerne mal nachgucken. Er heißt auch nicht, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, aber er ist auf jeden Fall Antonio Sanabria und er ist der von Rom. Letzte Saison war er noch bei Rom, ist im Sommer von Sassuolo gekommen 2014 und dann im Sommer von 2015 jetzt von Roma zu Gijón gegangen und hat da bisher in 15 Spielen 10 Tore gemacht. Gijón, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber das ist nicht so der größte Verein in Spanien. Aber der Kollege Sanabria sorgt dafür, dass die, ja, immerhin nicht ganz unten drin stehen. Sie sind 17. Ja? Sind aber vor immerhin Vallecano, vor Granada und vor Levante. Und Levante hat immerhin vor ein paar Jahren gegen Hannover Europa League gespielt. Das heißt, so schlecht können sie nicht sein. Er hat 8 Tore mehr geschossen als der zweitbeste Torschütze. Das ist übrigens Alen Halilovic vom FC Barcelona ausgeliehen. Das heißt, die beiden Leihspieler drehen durch und die beiden Leihspieler zeigen, was sie können. Und da ich Halilovic ein Upgrade gegeben habe und Sanabria einfach noch erfolgreicher ist, was die Tore angeht, zwar nicht den gleichen Marktwert hat mit 3,5 Millionen, aber auf jeden Fall ordentlich Potenzial, kann man dem auf jeden Fall das Upgrade geben und zwar auf 76. Hat bereits, glaube ich, einen 77er oder 78er Inform und von daher wird der dann hochgehoben auf 80 und die zweite Informkarte und der reguläre auf 76, 79 Tempo, 76 Shooting, 79 Dribbling kann man auf jeden Fall so machen oder nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Das war's von den FIFA 16 Potential Winter Upgrades. Ich hoffe, die letzte Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall nochmal einen Daumen nach oben da. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Ich spiele für euch wie jedes Jahr zu predikten. Im Sommer gibt es dann wieder neue Predictions und bis dahin lasst auf jeden Fall nochmal einen Daumen nach oben da. Schaut bei Instagram die ganzen Social Media Sachen vorbei und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag an dieser Stelle. Bis dann. Haut rein und ciao.